zurück nach New York. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ja. Splinter Cell KCW. So, wir stehen hier kurz vor einem Ziel. Milanedisch oder Zerkesi, ich weiß es nicht. Aber wenn er doch sagt, und das Gebäude scheint hier wohl doch noch etwas größer zu sein. Kriechtunnel. Schnell. Oh Mann, das sind einen ganzen Haufen Idioten. Aber immerhin hat sie einen ganzen Haufen von diesen Kriechtunneln. Der quält mir aber irgendwie besser, weil er da offen ist. Ich bin ganz froh, dass ich nichts gefunden habe. Wäre irgendwie schon ganz cool. Ich kapiere es halt immer noch nicht mit diesem Mikrofon. Ich glaube, da werde ich nachher kein einziges gefunden haben. Vielleicht stelle ich mich dumm an. Hast du das gesehen? Na, ich weiß nicht. Verhören. Mach mir jetzt bitte keine Szene. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich will wissen, warum du Serkesi schützt. Nicht. Was hat Displays aber mit der Sache zu tun? Von mir erfahren Sie nichts. Muss ich dir erst den Hals durchschneiden und in deinem Kehlkopf nach der Antwort suchen? Oh mein Gott! Bitte lassen Sie mich gehen! Du wirst aus der Geschichte nicht mehr lebend rauskommen, Nedic. Wenn du mir erzählst, was ich wissen will, sorge ich dafür, dass es schmerzlos über die Bühne geht. Der Stromausfall. Wir wollten, dass Serkesi nach dem Stromausfall in Sicherheit ist. Und was ist mit der Walsh? Ich weiß nichts über die Walsh. Da müssen Sie Shetland fragen. Shetland? Ja, er brauchte nach dem Stromausfall weitere Daten von Serkesi. Aber wir haben alles, was wir... Shetland weiß, was ihr im Schilde führt? Ja. Er ist der Boss. Er hat uns den Befehl gegeben, Serkesi hierher zu schaffen. Wo ist Shetland jetzt? Er ist unterwegs. Mit dem Hubschrauber. Erledigen Sie mich oder lassen Sie mich gehen! Erledigen Sie mich oder lassen Sie mich gehen! Machen Sie schon! Oder... So viel zu Nedic. Es gibt da aber noch ein Problem. Es befindet sich ein Hubschrauber im Anflug. Allem Anschein nach ist Shetland an Bord. Doug? Was will der denn hier? Entweder wollte er wissen, was Nedic vorhat, oder unsere Vermutungen waren falsch. Glaubst du, Shetland treibt ein doppeltes Spiel? Ich habe keine Ahnung und das stört mich gewaltig. Finde heraus, warum sich Shetland und Serkesi treffen. Okay. So, habe ich das jetzt mit Nedic erledigt? Muss ich mal kurz gucken. Eliminieren Sie Mila Nedic. Finden Sie die wahre Identität von Nedic heraus. Ja. Aber ja, entführen Sie Abram Serkesi. Gut, den soll ich ja noch entführen. Sonst noch irgendwas. Holen Sie die Fächer. Ja, toll. Irgendwelche versteckten Mikrofone. Gibt es hier denn irgendwelches Mikrofongedöns? Oder so? Keine Ahnung. Ich speichere hier mal. So, eliminieren muss ich den jetzt scheinbar nicht wirklich. Ich habe ihn ja einfach nur eins übergebraten. So, hier ist dann wohl auch nichts weiter. Gut. Dann, ach ja, genau. Man könnte auch nochmal auf die Karte gucken. Gut, hier ist nichts weiter. Ich muss dann da rüber. Und, ja, ab in den Kriechtunnel. Da ist zwar jetzt gerade niemand mehr. Aber man kann ja nie wissen. So, das erste Mal hier. Ich höre Schritte. Da ist bestimmt irgendjemand. Moment mal, da ja niemand ist. Nix. Also so von wegen dieser Mikrofone. Ich glaube, da werde ich sowas von verkacken. Bloß weg hier. Nein. Ups. Gut.
Wir verpissen uns einfach mal wieder. Okay, so kann ich es also nicht machen. Das ist überhaupt nicht gut. Irgendwo in Deckung! Fischer, du steckst auch so schon. Ja. I know. Ja, von da aus komme ich aber auch nicht weiter, ne? Ich habe da was gesehen. Gibt's da noch mehr Kriechtunnels? Nein, schon wieder. Was war das? Ich glaube, ich habe es auch gesehen. Gefällt mir gar nicht. Diese Wichser. Ah ja, da ist er also. Der eine. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Wir sind unter Das gibt's doch wohl nicht. Erzähl mir, was du weißt, und ich lasse dich am Leben. Oh, okay. Was wollen Sie wissen? Ich will dich nicht bei der Entfaltung deiner Persönlichkeit einschränken. Erzähl mir einfach alles, was dir in den Sinn kommt. Nedic. Er beschützt diesen Typen, diesen Serkesi. Der ist wohl ein Computergenie. Das wusste ich bereits. Shetland. Shetland ist auf dem Weg hierher. Warum? Ich weiß nicht so recht. Nedic und Shetland. Es hat was mit den beiden zu tun. Stecken Nedic und Shetland gemeinsam in dieser Sache? Oder kocht Nedic sein eigenes Süppchen? Ich habe keine Ahnung. Nedic ist ein Irrer. Wer weiß, zu was der alles imstande ist. Seien Sie vorsichtig. Nedic ist irre. Er ist gefährlich. Ja, um Nedic haben wir uns schon... Wenn Sie mehr wissen wollen. Um den haben wir uns doch schon gekümmert. Seien Sie vorsichtig. Na, jetzt mal. Beschuss, runter mit euch! Mikrofon? Wo zum Geier ist hier ein... Wir werden beschossen! Der Bastard hat mich erwischt! Ja, super. Super, super, super! Wo kommen die dann jetzt so plötzlich her? So, den haben wir so schön... uns jetzt hier geschnappt und dann kommt da auf einmal irgendwelche Blödmänner. So. Erzähl mir, was du weißt, und ich lasse dich am Leben. Oh. Ich will dich nicht bei der Entfaltung deiner Persönlichkeit ein. Nee. Warum? So. Ich höre was. Das ist gar nicht gut. Lass uns einfach. Da ist das Mikrofon, ich habe überhaupt nicht gesehen. Das war das erste Mikro. Es bleiben noch 5 übrig, Sam. Super. Schon dabei. So, wo ist hier bitte schön noch jemand? Der ist tot. Oh Gott. Er hat ihn Hast du das gehört? Warum liegt der hier draußen? Oh, nö, come on. Okay, ich gebe es zu. So. Das kann doch wohl nicht sein, dass der da einfach durchfällt. Ich selber kann ja da nicht mal durchgehen, ne? Erzähl mir. Das war. Steck. Ich. Seien Sie vorsichtig. Nedic ist irre. Er ist gefährlich. Mhm. Ich hau dich jetzt erstmal hier hin. Gut. Warum ist jetzt hier die Tür zu? Ah, jetzt auf einmal ist da ein Loch drin zu sehen, ne? Super. Was ist mit dir, mein Junge?
Na super, wenn der jetzt den Typen sieht, rast ich aus. Ja, komm, verzieh dich. Oder willst du dich zu deinem Kollegen gesellen? Verzieh dich einfach. Kann ich da jetzt durchgehen eigentlich? Ah ja. Also, ich sehe hier mit dem Nachtsichtgerät schon mal kein Mikrofon. Und mit dem Ding hier auch nicht. Also, wie soll ich hier bitte schön Mikrofone finden? Und wo zum Geier ist da ein Mikrofon? Das war das erste. Ach, super. Es bleiben noch 5 übrig, Sam. Schon dabei. Also diese Mikrofone, die gehen mir auf den Sack. Auf die, ich glaube, auf die scheiße ich. Einfach mal so. Okay, ich glaube, ich muss da hinten lang. Tu. Ich bin schon hergekommen irgendwo, oder? Ah ne, hier, oder? Bloß weg hier. So. Ihr seht mich nicht, ihr findet mich nicht. Schluss aus. Ach, da sind schon wieder die. Na super. Ja, auf da sollte ich jetzt mal erst drauf warten. Weil die sich irgendwie verziehen. Ich gehe nochmal ein Stückchen zurück. Na, du, ihr geht doch wohl jetzt nicht da rein, oder? Hier ist nichts. Ich bin mir sicher, dass hier nichts ist. Du lässt dich nur verrückt machen. Vergiss es einfach. Gehen wir jetzt mal da raus. Gut, er hat mich nicht gesehen. Dann gehen wir mal hier schleunigst weiter. Hier vielleicht in die Küche rein? Moment mal. Das war doch hier die Küche, ne? So machen. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas Medikit benutzen. Brauche ich doch nicht. Also ich hätte jetzt ja vielleicht hier vielleicht noch so eine Mikrofon erwartet oder so. Weil ich die Dinge ja auch überhaupt nicht sehen kann hier. Okay. Ich denke mal, ich speichere hier mal kurz. Und guck mir dann mal die Karte an. Wo bin ich denn und wo muss ich hin? Okay, wenn ich mir das so betrachte, ist das da der Freiraum, in dem ich war. Und Moment, ist das da die Küche dann? Der war das dieser Raum und da muss ich hin. Dann wäre ich ja eigentlich völlig blöd gegangen, hätte ich schon da aus da hingehen können. Würde heißen, nochmal zurückgehen. Und obwohl, ich gehe von hier aus jetzt mal weiter. Das wird auch wohl irgendwie möglich sein. Obwohl es. Ich muss den ganzen Komplex dann gehen. Meine Fresse. Oder wie war das jetzt? Nee, Moment mal. Ist das der Raum, das Gebäude, wo ich eben drin war und das ist die Küche oder wie?
Ich weiß nicht. Das scheint wohl der Kriechtunnel zu sein. Komisch, komisch, komisch. Na, ich denke mal, ich guck mal, dass ich in diesen Raum komme und von da aus da weiter. Gut. In den Kriechtunnel gehen. Und ab durch. Es muss doch wohl irgendwie machbar sein. Gut, hier sollte ich dann vielleicht auch nicht sonderlich... Ah, da bin ich ja auch durch. Gut, das müsste dann das Klo sein. Ich drücke nochmal hier die Karte an. Ja, im Prinzip, das da ist dieser... Na, Moment mal. Ja doch, hier bin ich also jetzt. Ah, nein, hier war ich eben. Das ist die Küche. Und das da ist das Scheißhaus. Da ist dieser gebogene Tunnel. Halt, Moment mal. Das heißt, da ist der freie Raum. Moment mal, da kann ich aber nicht rüber. Das heißt, ich muss doch da lang. Bin ich doch auf dem richtigen Weg. Da lang also. Prima, das würde bedeuten, dass ich hier drin war. Diesen... Ja, genau da. Ja, ja, jetzt sehe ich es wieder richtig. Da ist diese Treppe hoch. Gut. Ja, das heißt, es muss hier irgendwie rüber. Ich gucke mir noch mal kurz die Lage von dem Scheißhaus an. Naja, müsste ich halt hier gucken, dass ich da rüber komme. Oh, Mann. Da war doch auch irgendwie... Na, wir gucken mal weiter. Von hier aus. Da war ich ja auch reingegangen. Vielleicht wäre es aber auch besser, nochmal zu laden und da hinten rauszugehen. Aber ja, komm, jetzt bin ich hier. Achso. Zumachen könnte man natürlich auch. Die sind ja öfter mal genervt davon, wenn da einfach offen ist. Finde ich ja schön, dass auf der Karte auch Kriechtunnel verzeichnet sind. Ja. Ich merke mir irgendwie gerade überhaupt nicht. Okay, hier geradeaus durch irgendwie, oder... Okay, da ist ein Keller drunter. Was der mir bringen soll? Kein Plan. Ja, der muss jetzt hier alles über diese Tische klettern, ne? So. Jetzt sind wir wieder hier. Ah nein, das ist hier so ein freier Raum und da ist irgendwie so eine Art Garten. Ich speichere hier mal ganz kurz und gucke nochmal mir die Karte an. So, ich müsste jetzt hier sein. Das heißt, ich muss da drüben irgendwie rein, auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Ah ja, gut. Ich denke mal, da bin ich das letzte Mal auch hergekommen. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ah ja, was ist mit dir? Was machst du? Der steht einfach mit ausgestreckten Armen da. Zum Geier. Das sieht irgendwie komisch aus. Ich glaube, ich speichere hier mal. Und gucke mir den Typen genauer an. Der steht einfach nur da rum, oder was? Ja, jetzt bewegt er sich, ne? Wie der da steht. Einfach dumm. Ja, bleib ruhig da stehen. Ich mach dir nichts.
Ich tu dir nichts. Ja, ich guck so gerne auf die Karte. Oh, hoppala. Jetzt sehe ich wieder mal überhaupt nicht, wo ich bin, ne? Mal kurz überlegen. Ich bin da nein. Ich müsste theoretisch. Bin ich da durchgegangen oder dadurch? Okay. Ich weiß es nicht. Ich gehe da mal lang. Das ist nicht gut. Okay. Okay. Heißt jetzt aber auch, ich würde mal sagen, bevor ich mich jetzt hier noch groß in, Verwirrungen verstricke, weil ich nämlich jetzt gerade überhaupt nicht so weiß, wo ich lang gehen soll, mache ich hier mal wieder einen Schnitt und, mache im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part.